Also des sechsten Satzes, der ging weitgehend von Anfang an. An Matze ganz so vorbei, jetzt hat er sich nochmal auf 9-7 herangearbeitet. Gut, gut, gut. Und ein bisschen schlecht bewegt für seine Verhältnisse, da ist er besser unterwegs. Deswegen der letzte Ball dann im Netz. Und gleich noch einer hinterher. Vielleicht nicht ganz das Selbstvertrauen gehabt, um hier nochmal alles in die Waagschale zu werfen. Und von der Waagschale hat er dann einen Schläger geworfen. Und der Schiedsrichter wirft die gelbe Karte hinterher. Die haben nicht so easy beide. Da ist es also genauso ausgeglichen. Wie im Match selber, 3-3. Jetzt gilt es zurückzufinden für Danzer. Den letzten Satz abzuhaken. Alex Fleming gegen Max Hecht und Gräfelfingern am anderen Tisch. Aber dafür haben wir auch eine andere Kamera. Der Entscheidungssatz zwischen den beiden bayerischen Top-Talenten. Den jungen Wilden, ich meine die ganze Zweige. Und den besseren Start hat erneut Tom Schweiger. Der war ganz, ganz wichtig. Erst ein verunglückter Schlag von Schweiger, mit dem er aber nichts anfangen kann. Und dann kommt er aggressiv zurück, Matthias Danzer. Schon würde ich sagen, er ist wieder da, er ist wieder voll da, er ist zurück im Match. Das ist sein Spiel, was er da macht. Die Schlägerkante. Zufall oder Unfall, manchmal auch Zeichen, dass man sich nicht mehr ganz so sicher fühlt. Gleich eine Warnung. Ich hoffe, dass der Akku noch reicht für dieses Match. Aber es könnte eng werden, ich will jetzt aber nicht nochmal wechseln. Aber ich mache eventuell noch ein paar Zubälle, weil momentan nirgends gespielt wird. Fleming hat offensichtlich deutlich gewonnen gegen Max Hieck.
aber vorhin gut gemacht. Ich hab mal
Nachricht. Akku hat durchgehalten. Mir wäre es lieber, der Akku hätte platt gemacht und nicht der Matze-Tanzer. Die letzten beiden Sätze, da war irgendwie bei ihm die Luft raus. Kein System mehr. Keine Linie. Naja, so ist es denn. Man kann und muss nicht alles gewinnen. Ich hoffe, der gute Weg, auf dem er ist, führt weiter nach oben.